MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. We'll be right back.
Oh mein Gott, Mayuka! Yes! Jawoll! Mayuka, das Biest, Emmanuel Mayuka. Geht doch! Ich denk mir so, oh, Funny, was will ich denn mit Funny? Und dann kommt Mayuka. Yes! Also bei die Kombination Chamberlain und Chamberlain ist sehr selten, deswegen dauert es öfters mal länger. Jetzt haben wir sie. Chamberlain und Chamberlain. Also Leute, drückt mir jetzt die Daumen. Viel Glück wünschen bitte. Und dann hauen wir jetzt mal die Münzen raus. Komm, gib mir Thiago Silva in Form, Baby. Komm. Aguero! Aguero! Yes, Baby! Aguero! Yes! Yes, Mann! Geil, wie geil ist das denn? Und ihr live dabei, Aguero! Yes! Und damit herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxen Bayer. Ich hoffe, dass dieser kleine, aber feine Rückblick auf ein Jahr Haxen Bayer LP euch gefallen hat. Ich habe euch mal die besten Packs aller Zeiten, gezeigt, soweit ich konnte. Und, jetzt gibt's noch das kleine, aber feine Schmankerl obendrauf. Und zwar werde ich ein Abonnentenmatch machen gegen den User Klebestreifen11. Und diesmal nicht im Ultimate Team, denn ich möchte mit ihm das Champions League Finale Bayern gegen Dortmund vorspielen. Mal gucken, ob's funktioniert. Es gab schon einige Probleme. Wir haben bis jetzt noch keine wirkliche Verbindung aufbauen können. Vielleicht klappt's ja jetzt. Ich habe ihn jetzt mal eingeladen. Und jetzt heißt's halt hoffen und bangen und Geduld haben. Ja, EA-Server for life, ne? Ah, es geht, jawohl. Super, Klebestreifen 11 ist am Start und der Haxenbayer. Also Bayern gegen Dortmund, wunderbar. Ich spiele natürlich mit dem Heimtrikot. Und jetzt gucken wir mal, schnell, denn man hat ja hier nur eine begrenzte Zeit. Lahm, Boateng, Badstuber, ne, da kommt Dante hin. Dante, wo bist du? Da bist du. Shaqiri, Kroos, Pizarro, Mandzukic. Müller, Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Javi Martinez, Alaba, Adante, Boateng, Lahm, Neuer. Das passt, die Aufstellung passt mir auch. Und dann geht's los. Endlich funktioniert, super. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß, ne? Es ist ein Live-Commentary, wie auch bei meinen Ultimate-Team-Serie. Und ich bin gespannt, wie das Finale ausgehen wird. Und los geht's. Und wir spielen natürlich in der Allianz Arena, ist klar. Ich habe hier auch Gustavo, Shaqiri, Kroos, Mandzukic, Pizarro und so auf der Bank. Die kann man bei Bedarf auch noch einwechseln. Und los geht's.
Das normale FIFA hat natürlich auch ganz anderes Spielgefühl. Deswegen bin ich mir nicht sicher, wie ich hier abschneiden werde. Gomez hat jetzt hier schon viel Platz und da ist Müller. Oh mein Gott, Thomas Müller schon 1:0 in der zweiten Minute. So möchte ich das natürlich im echten Champions-League-Finale auch sehen, ich als Bayern-Fan. Das wäre natürlich übelst geil. Vor allen Dingen, ich werde wahrscheinlich bei einem Public Viewing dabei sein mit ein paar Kumpels. Und da würden wir schon richtig abgehen jetzt, nach zwei Minuten 1:0. Aber ein frühes Tor heißt ja leider nicht gleich den Sieg, ne? Es ist natürlich für den Gegner nicht gerade einfach damit umzugehen, so früh ein Tor zu kassieren, aber ein Match dauert 90 Minuten. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Klebestreifen darauf reagiert. Er spielt hier schöne Spielzüge, schön auf Ballbesitz, das gefällt mir. Hat man selten solche Gegner. Jetzt versucht er mal einen Angriff. Wasikowski kommt hier, Dante kommt nicht richtig hinterher. Er flankt rein und da ist Großkreuz. Ah. Ja, der Schuss war nicht so schlecht. Aber dann auch wieder doch schlecht. Jetzt haben wir Robben. Schweinsteiger. Oh, der Pass, was ist das denn? Ich wollte ja eigentlich nicht auf Robben passen. Ich wollte da hinten auf, wer war das? Gomez? Keine Ahnung. So, gut gemacht von Dante. Hat sich hier reingestellt. Jetzt haben wir Gomez, der lässt hier durch. Setzt sich ein bisschen durch gegen Subotic. Jetzt haben wir Ribéry, jetzt hat er Platz. Ah, da wollte ich ein paar Tricks machen, aber naja, kläglich gescheitert, ne? Aber ich glaube, das wird die Mannschaft schon verkraften können. Müller auf Schweinsteiger, dann Alaba hier, rückt wieder ein bisschen nach vorne mit. Jetzt Ribéry, Müller, der schon das 1:0 gemacht hat. Robben, oh, gut gemacht von Schmelzer. Jetzt Lewandowski gegen Boateng, das wird nichts für Lewandowski. Also es ist echt komplett anders zu spielen, aber ich finde es so irgendwie besser als bei Ultimate Team. Ich finde es einfach irgendwie realistischer, wie sie sich bewegen. Und hier geht es nicht ganz so schnell auf Pace und so. Wow, Hummels hat hier wunderbar seinen Körper eingesetzt. Jetzt Robben. Wow, Weidenfeller pariert hier. Super. Jetzt haben wir eine Ecke. Die geht auf Dante. Ah, schade. Der Kopfball war nicht schlecht, aber ja, die Richtung war nicht so richtig, ne? Ein bisschen weiter Richtung Tor wäre besser gewesen. So, Schweinsteiger. Müller. Was macht er jetzt? Ah, wollte hier einen Schuss antäuschen. Jetzt Wasikowski gegen Dante. Ne, Wasikowski zieht nach innen. Jetzt, Lewandowski hat wieder gegen Boateng verkackt. Gefällt mir natürlich. Ribéry. Sieht Müller. Subotic gegen Müller. Und Subotic hat es doch noch irgendwie hinbekommen. Aber Einwurf jetzt für uns. Müller. Boah, geblockt von Hummels, oder? Gomez jetzt nochmal. Komm, Gomez, haut drauf. Ah, Weidenfeller. Ist natürlich auch ein super Keeper, der Weidenfeller. So leicht kann man den nicht brechen. Obwohl ich ihn einmal schon gebrochen habe, aber ich glaube nicht, dass viele Keeper den Ball gehalten hätten. Gomez. Lahm. Und der sollte eigentlich zu Robben gehen, aber gut, der kommt wenigstens an. Ja, jetzt wollte ich wieder nach innen ziehen. So wie Robben es halt macht, ne? Reus gegen Martinez. Und Martinez, das ist so ein geiler Spieler, hey. Oh, was für ein Pass von Gomez. Aber Weidenfeller hat wieder mal gut aufgepasst. Stand da goldrichtig, kam im richtigen Moment raus. Sonst wäre es richtig gefährlich gewesen. Jetzt Wasikowski gegen Alaba. Nee, gegen Dante wieder mal. Der flankt rein. Boah. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wer es war gerade. Boateng, glaube ich. Alaba will wieder ein bisschen Action nach vorne machen, aber das gibt es bei mir nicht. Martinez auf Müller. Sieht Robben. Und der fliegt erstmal hin. Scheiße. Verdammt. Was macht Lewandowski jetzt gegen Boateng? Gar nichts. Denn Boateng ist richtig gut. Zumindest in dem Game.
Boah, da hätte er fast den Einwurf verkackt. Und er hat ihn verkackt. Schön, Einwurf für mich. Oh Gott, jetzt habe ich den Einwurf verkackt. Ich habe doch hier auf Martinez gezielt. Oh, jetzt kommt er aber mit Reus. Aber Martinez, glaube ich, war es. Nee, Martinez nicht. Der Müller, glaube ich, war es, der hier gezupft hat wie ein Verrückter. Und somit den Ball zurückerobert hat. Ah, da hat er Martinez gesehen, der Gomez. Aber warum macht Gomez hier eigentlich die Pässe und so? Will ich nicht. Liegt wahrscheinlich an den Arbeitsraten, ne? So, Robben. Von dem hat man leider noch nicht viel gesehen. Jetzt schöner Pass auf Lahm. Lahm gegen Großkreuz. Den Sprint muss er abbrechen, denn Großkreuz ist sehr aggressiv hier bei der Sache. Robben. Ah, das wäre seine Schussposition gewesen, verdammt. Also wenn das Champions-League-Finale so hin und her geht in echt, dann wäre das nämlich schon ein ziemlich geiles Champions-League-Finale. Wenn es so actionreich ist und hin und her und so. Schöner Pass auf Ribéry. Abseits, oder? Ja, leider. Aber Millimeter, ne? Ja, okay, geht eigentlich. Geht eigentlich. Aber Abseits ist Abseits. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gefährlich gewesen für ihn. Jetzt ein schlechter Freistoß. Schweinsteiger hat gut aufgepasst. Jetzt haben wir hier Ribéry wieder. Gomez. Ribéry. Der hat jetzt wieder mal viel Platz. Ja, und dann... Foul? Ja, dann habe ich wieder verkackt mit dem Scoop-Turn. Ja, aber so muss es sein. Bayern Ballbesitz 61%. Ja. Das würde mich natürlich sehr freuen im Finale. Von ihm kommt noch nicht wirklich viel. Ich glaube, noch gar keinen Schuss, oder? Wird man in der Halbzeit sehen. Bayern ist hier wirklich dominant. Gomez, wird hier gefoult? Ja, wird gefoult, ja. So, was macht Dante jetzt? Flankt den einfach mal davor. Und Robben. Was ist das denn? Mit rechts, Mann. So, was macht jetzt Lewandowski? Ja, macht einen schlechten Pass. Boateng steht wieder mal an der richtigen Stelle. Müller wollte da oben eigentlich wieder auf Ribéry passen. Kam leider nicht dazu. Und jetzt haben wir Halbzeit 1:0 für den FC Bayern München. So würde mich das wirklich freuen. Aber wir werden sehen, ne? Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Klebestreifen 11 nicht noch irgendwas macht. Okay, 0 Torschüsse hat er. 90% Passgenauigkeit habe ich. Und das ist genau das, was ich erreichen will mit meinem Spielstil. Ich bin zufrieden mit meinem Spiel gerade. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles von Dortmund ist. Da wird schon noch was kommen. Wojciechowski jetzt zum Beispiel. Oh, gut gemacht von Alaba. Einwurf für die Bayern. Und Schweini auf Gomez. Jetzt haben wir wieder Ribéry. Nein, der verkackt gerade. Jetzt mal ein schöner Pass auf Piszczek. Alaba grätscht ins Leere und die Ecke, die Flanke kam gar nicht mal so ungefährlich. Erste Parade von Neuer und der erste wirklich gefährliche Torversuch von Dortmund. Oh, Schweinsteiger, gut gemacht. So, boah, den fängt er noch ab, oder was? Ich wollte gerade sagen, schöner Pass von Ribéry. So, jetzt Robben. Oh, schön gemacht. Mario Gomez? Boah, ich wollte jetzt gerade wieder auf Robben passen. Dann hätte es hier vielleicht schon geklingelt. Dante gegen Lewandowski, keine Chance. Die Verteidigung von Bayern steht jetzt bei diesem Match richtig gut. Oh, Alaba. Auf Ribéry? Hä? Ich wollte doch eigentlich einen Ronaldo-Job machen. Aber ist ja egal. Ich habe immer noch den Ball zum Glück. Müller? Lahm. Schweinsteiger. Und jetzt wieder Ribéry. Über den läuft natürlich sehr viel. Schweinsteiger. Flankt rein, dein Gomez. Nee, der kommt leider nicht dran. Ich bin echt gerade ein bisschen überrascht, dass von Dortmund fast gar nichts kommt. Aber es kommt mir natürlich zugute. Jetzt Müller. Nein. In der letzten Sekunde, kurz vorm Schuss, wird ihm der Ball noch abgezwickt.
Und das war Alaba, oder? Alaba, was für ein geiler Verteidiger. Und Ribéry mit dem Roulette verschafft sich Platz. Zieht mit dem Scoop-Turn nach innen. Und da funktioniert das Roulette nicht. Ich habe gerade das Roulette machen wollen, aber er hat es irgendwie nicht gemacht. Schade. Das wäre nämlich wunderbar gewesen. Man merkt, Dortmund wird aber trotzdem irgendwie jetzt richtig deutlich aggressiver. Okay, er möchte wechseln. Dann gucke ich auch mal, was man wechseln könnte. Bringen wir mal. Ne, Müller, lass mal. Schweinsteiger, lass mal auch. Ribéry auch. Von Robben kommt nicht viel. Dann machen wir mal Robben raus. Shaqiri rein. Und, ich gebe mal Badstuber eine Chance. Den habe ich nämlich. Nee, brauche ich nicht. Alaba ist schon ziemlich fertig. Nee, ich lasse das alles. Bis auf diese eine Auswechslung. Also Shaqiri kommt jetzt für Robben. Shaqiri braucht auch mal Spielpraxis, ne? Und Gomez, was für ein Roulette. Und dieser Schuss war schlecht. Ja, mit links, ne? Ich hätte lieber den Freistoß nehmen sollen. So, Robben, ein durchschnittliches Spiel. Ich hoffe, im Champions-League-Finale, im echten Champions-League-Finale, macht er ein bisschen was anderes. Er bringt Götze für Kehl und ich bringe Shaqiri für Robben. Und mir fällt gerade ein, ich hätte doch eigentlich auch ein anderes Stadion wählen können. Das Wembley-Stadion. Jetzt Gomez. Und Weidenfeller. Weidenfeller. Ribéry jetzt mit der Ecke. Komm, das 2-0 liegt in der Luft. Martinez kommt nicht an den Kopfball. Und Fehler. Fehler. Shaqiri konnte nicht viel erreichen da. Wurde sofort geblockt. Sofort attackiert. Und da wollte ich jetzt schnell mit dem Chop da durch. Hat leider nicht funktioniert. Müller sieht Gomez. Gomez. Boah. Schade. Ja, die Einwechslungen, die haben hier neuen Schwung in die Partie gebracht. Bei mir, bei ihm leider noch nichts. Also von Götze habe ich noch nicht viel gesehen jetzt. Gomez. Jawohl, jetzt. Was ist da los? Ey? Also sweaten wollt ihr natürlich nicht. Sowas mache ich nicht gegen Abonnenten oder Freunde. Ist natürlich schon ärgerlich, was da Gomez für einen Schuss gehabt hat. Martinez! Boah. Also, hoffentlich läuft es so im echten Finale nicht, dass Bayern seine Chancen nicht nutzt. Jetzt Ribéry. Mit dem McGiddy-Spin. Und schon wieder Weidenfeller. Was ist jetzt los? Ah, okay, Gomez war im Abseits, alles klar. Aber die Attacke von Ribéry, die war ja mal richtig geil. Und ich hoffe, dass das Spiel jetzt weiterhin flüssig läuft, weil es hat jetzt hier gerade angefangen, ein bisschen zu laggen. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust. Oh, Dante schon wieder, hey. Was für ein geiler Typ. So, jetzt Freistoß für Borussia Dortmund. Jetzt fängt es echt die ganze Zeit an zu hängen. Die ganze Zeit lief es gut und jetzt will es hängen, oder was? Das wäre richtig ärgerlich. Wow, der Freistoß war gar nicht schlecht. War natürlich nicht so wäre nicht so realistisch gewesen, von da zu treffen. Aber der Ball kam zumindest gefährlich. Jetzt Shaqiri. Shaqiri hat viel Platz. Schweinsteiger. Der kommt nicht zum Abschluss. Gute Verteidigung von Klebestreifen. So, und jetzt geht's wieder los mit dem Leggen. Mann. Alaba gegen Piszczek. Alaba zupft ein bisschen rum. Das ist erlaubt. Körpereinsatz muss sein. Ist ein Männersport, ne? Und Dante steht da hinten wie eine Eins. Wie eine Mauer, wie eine Wand. Ey. Wahnsinn. Ribéry sieht Müller. Die sind alle so am Arsch schon. Fehlpass von Götze. Oh Mann, nicht jetzt anfangen, bitte. Gomez. Shaqiri. Ah, kommt leider nicht mehr dran. War auch keine gute Flanke. Aber wenn es so bleibt, dann hat der FC Bayern München endlich mal wieder den Henkelpott nach München geholt. Aber noch läuft das Match. Ah, da so viel Spielerei brauche ich jetzt eigentlich nicht bringen. Und jetzt hör bitte auf zu laggen, Mann.
Das nervt. Und mal wieder ein Torschuss von ihm. Knapp am Tor vorbei. Bayern klar dominant, klar besser als Dortmund. Aber noch haben sie den Pott nicht sicher. Wir haben noch 4 Spielminuten plus Nachspielzeit vor uns. Und solche Fehler dürfen nicht passieren im Finale. Dante ist wieder mal richtig zur Stelle. Bitte hör auf zu laggen. Danke. Jetzt Ribéry. Ich kann es nicht lassen. Ne? Ich muss immer ein paar Tricks mit ihm machen. Wahnsinn. Nein. Scheiße. Hätte jetzt gut gepasst. Jetzt Błażejkowski gegen Alaba. Aber Alaba kann man auch nicht so leicht schlagen. Ne? Oh, was war das denn von Gomez? Oh, Schuss. Schuss. Schusstaste zu lang gedrückt. 90. Minute. Wird Bayern die Champions League holen? Man wird sehen. Ich finde, dass das Ergebnis sehr realistisch wäre. Ich glaube nicht, dass Bayern 5-0 gewinnt gegen Dortmund. Und Freistoß für uns, jawohl. Oder für mich, sagen wir es mal so. Wen habe ich jetzt hier? Ribéry. Ne, ich brauche einen Linksfuß, der richtig gute Dinger hat hier. Habe ich keinen. Na gut, dann haue ich trotzdem mit Ribéry drauf. Achso, jetzt habe ich ja hier Shaqiri. Ribéry. Wenn sie jetzt treffen, haben sie die Champions League gewonnen. Und Ribéry. Wow. Schade. Pfeift er ab. Pfeift der Schiri diese Partie ab. Und er pfeift sie ab. Bayern gewinnt die Champions League. Wie geil ist das denn? Wow, das wäre echt natürlich richtig Hammer. Für mich, für die Bayern-Fans. Ja. Ich finde das Ergebnis sehr realistisch. Ich fand auch, der Spielverlauf war sehr realistisch. Ich glaube, so wird es auch laufen, ungefähr im echten Champions League-Finale, dass Bayern die dominantere Mannschaft sein wird. Aber Dortmund dann auch natürlich sehr gut in die Partie kommt, weil das waren ja bis jetzt immer gute Partien, Bayern gegen Dortmund. Und ich freue mich aufs echte Champions League Finale und ich hoffe es wirklich sehr, dass die Bayern genauso erfolgreich werden wie bei diesem Match jetzt hier. Ja, die Dortmunder hätten es auch verdient, aber ich als Bayern-Fan wünsche es mir natürlich, dass die Bayern den Pott holen. Und ja, ich will es nicht sagen, aber ich drücke den Dortmundern trotzdem irgendwie die Daumen. Natürlich bin ich am meisten für Bayern. Aber ich kann jetzt wohl kaum sagen, hoffentlich verreckt Dortmund oder so. Das will ich gar nicht sagen. Ich bin neutral auf meinem Kanal. Ich bin Bayern-Fan und natürlich würde es mich riesig freuen, wenn Bayern gewinnt. Und ja, man wird sehen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich da noch sagen soll. Ja. Ich will auch bitte jetzt nicht in die Kommentare irgendwelche Kämpfe sehen, der gewinnt oder scheiß Dortmund, scheiß Bayern oder so. Das bitte bei meinem Kanal nicht, wir sind hier neutral. Jeder hat seine Meinung, ich drücke den Bayern die Daumen. Finde aber auch, dass Dortmund auch eine sehr starke Mannschaft ist und es sich verdient hat, im Finale zu stehen. Und ja, gut. Ich bedanke mich auch bei Klebestreifen 11 bei dir, ne, dass du mitgemacht hast, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass auch dieses gesamte Special euch allen gefallen hat, Leute. Es hat mir sehr viel Arbeit gekostet, besonders die Sache mit den Pack-Openings. Daher würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Es würde mich noch mehr freuen als bei meinen anderen Videos, denn dieses Video war deutlich aufwendiger. Und ja, schreibt in die Kommentare rein, wie eure Tipps fürs Champions League-Finale sind und wem ihr die Daumen drückt. Würde mich sehr interessieren, Leute. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal, euer Haxenbayer.